So Leute, willkommen zurück zu Let's Play WoW Legion Blood Day von Paladin. Wir haben uns jetzt endlich schnell hier nochmal hinbegeben in die Schiffsbruch-Arena, denn da habe ich gesagt, dass wir hier weiter fortfahren werden. Und damit ich euch unnötige Laufzeit erspare, starten wir direkt von hier aus. Genau, da war ja diese Geschichte mit der Arena, ja, mit Boss Wallplauze müssen wir mal reden. Der Typ denkt so, yo, du willst ein Krieger sein? Geht nicht, yo, ich verstoße dich, Bro. Sowas in der Richtung war da noch. Ich werde euch anhören. Das ist, und er, guck, immerhin lässt er sich was anhören lassen. Mehr ist aber auch bei ihm scheinbar nicht drin, ne? Na gut, ja, die Boss-Wallplauze ist irgendwie nicht gerade so in plauziger Stimmung. Müssen wir irgendwas tun, um die Stimmung ein bisschen zu... Ja... Verabreicht dem Knatzenfiedler eine Trachtprügel. Ah ja, ja, ich erinnere mich. I remember. Und da muss ich schleichen und was holen. Genau, so war die Devise. Ja, solange der noch nicht respawnt, kann ich mich eben dementsprechend hier bemächtigen. Ich muss mal schauen, ob ich... War Schleichen hier perfekt oder... Nein, ich muss mal gucken. Ich glaube, Gehen ist eine gute... Ja, Gehen ist perfekt. Gehen ist sehr gut. Solange... Ich glaube, Springen und so weiter ist nicht optimal, aber Gehen ist gut. Ich glaube, das funktioniert. Danach schmeißt ihr uns weg wie so ein Waschlappen. Aber das passt. Genau. Schmeißt uns mal weg. Ich muss sowieso... Bitte in die Richtung vom Knidler, ne? Das wäre super. Schmeiß mal. Jawohl. Sehr gut. Dahin wollte ich. Genau. Und jetzt ist da der Knidler. Wenn ich noch schnell genug bin, schaffe ich's. Oder auch nicht. Okay. Aber waren wir leider langsam. Zu langsam. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Jetzt müssen wir warten. Ich würde gerade sagen, ist ja gerade durch den Boden durchgesprungen und weg. Okay. Aber wir können schon mal die eine oder andere Quest zu Ende geben. Und das sollte uns das Level-Up für die 106 geben. Boom. 106 haben wir erreicht. Sind irgendwelche Dungeons offen? Natürlich nicht, aber trotzdem haben wir schon mal, soweit es geht. Warte mal, wenn ich die Quest ablehne und nochmal neu annehme. Okay, ich krieg immer noch dieselbe Gegenstandsstufe. Ich habe gedacht, dass man noch dann dieselbe bekommt von dem Level, bevor man das Level up hatte. Müssen wir jetzt mal warten, bis der Kollege wieder respawnt. Das hat eine Weile gedauert. Ich glaube, hier war auch eine Kiste, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ja, da liegt doch was. Nein, schiffbrüchiger Gefangener, doch. Doch, da ist doch eine Schatztruhe. Guck mal an. Pass mal, muss man einmal den Blick aufs Wesentliche richten und dann funktioniert die ganze Sache. Ich wusste doch, dass hier irgendwas war. Ich glaube auch weiter, da wo das Schiff gebrochen ist, der Schiffbruch entstanden ist, sollte, glaube ich, noch eine Kiste sein. Sowas in der Richtung war da. Öffnet das Buch. Ja, das Buch würde ich jetzt nicht so gerne öffnen. Vor allen Dingen, weil wir es schon haben. Aber das passt. Das Tuch ist schlecht. Das hatten wir schon. Und ich muss wahrscheinlich viel verkaufen, weil unser Inventar langsam ziemlich voll wird. Das wäre mal, ja, etwas, was wir mal anstreben könnten. Wenn der Knidler mal endlich respawnt. Wie lange braucht denn der Fuzzi? Ich weiß, das innen drin. Kann man da verkaufen? Ja. Ich muss nur aufpassen, dass sobald das Ding respawnt, dass ich schnell wieder da bin, bevor er wieder stirbt. Gut. Dann machen wir das eben schnell. Bevor irgendjemand nochmal auf die dumme Idee kommt, da nochmal einzugreifen. Das wäre ziemlich schlecht für uns. So, alles muss weg. Alles muss weg. Das Geld fließt schon quasi bei uns rein. Wie viel haben wir? 20.000 ist gar nicht mal so wenig. Wenn man bedenkt, dass wir nur, dass wir von Level 1 bis jetzt leveln, ist das schon ziemlich gut. So, da ist er. Komm, hol mir ihn schnell, bevor irgendjemand anderes auf die Idee kommt, das auch dasselbe zu tun. Dann bringen wir das schnell hinter uns, der Knatzenfiddler. Hectic Champion, ja. Du bist gleich, gleich bist du nicht mehr sein Champion, wenn ich mit dir fertig bin. Da fiddelst du woanders rum. Ha! Der war schlecht, aber wir finden noch einen besseren Wortwitz. Ich knatze euch einer. Ja, aber du bist... Ich hab dir eine geknatzt. Ich fiddel mich weg von hier. Ja, okay, mach das ruhig. Wenn du meinst, du musst dich wegfingern, fiddeln, dann viel Spaß.
Ja, ich will wahrscheinlich die Münze nehmen und das durch die hier setzen. Meldet euch als neuen Grubenkämpfer. Fühlt euch warm. Ja. Genau. Als neue Grubenkämpfer müssen wir uns jetzt anmelden. Ich glaube, genau hier, irgendwo hier hinten war da was. War das so oder war das nicht so? Ah, ich kann. Nee, da müssen wir noch später rein. Aber irgendwas hier so. Irgendwas hier so? Irgendwas hier so. Oder auch nicht so. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Aber egal. Na gut, dann gehen wir mal schnell und melden uns als neuer Champion an. Okay, wir brauchen Soldatenfutter. Da müssen wir jetzt eben kurz die Kollegin darüber reden, indem wir ein super süßes, nices Kommentar abgeben. Eine nice Kommentar. Ja. Aber bevor wir das machen, können wir die Kiste mal eben schnell holen. Die habe ich nicht vergessen. Perfekt. Nochmal 50. Fast ein Level up. Das ist schon ganz gut. So. Genau. Bisschen nett. Nett sein. Siehst du, das Spiel zeigt einen einfach. Oder es beweist einfach, dass man mit Nettigkeit immer weit vorankommt. Das ist das, was man aus diesem Spiel lernen kann. Wer nett ist, kommt weiter im Leben als jemand, der die ganze Zeit nur scheiße ist. Das ist eine Lektion, Leute. Davon, sagen wir mal so, kann jeder was lernen. Davon kann wirklich jeder was lernen. So, Captain. Du musst mich jetzt. Ja, okay. Ich muss mich jetzt nicht wie so ein Pokémon in den Kampf schmeißen. Captain Fergus. Captain Fergus. Ich mag dein Stäbchen, aber deine Stangen, ja, komm. Ist ja auch so geil wie das wie Pokémon. Ich wähle dich, Captain Fergus. Bereit zu sterben, Lenaya? Ich glaube nicht. Guck mal, ich krieg sogar Hilfe vom Knatzenfiddler. Da ziehst du den Kürzeren. Er fiddelt dich weg. Ich weiß nicht, in welcher Form man das interpretieren kann. Ich hoffe nicht auf die Form, von der ich hoffe, dass er die meint. Aber das läuft. Lange, lange wirst du den Kampf hier auch nicht überleben, ey. Auf Wiedersehen, Fergus. Oh, danke, Fergus, für deine trostlose Spende am Ende des Kampfes. Du bist derjenige, der mein Level Up finanziert hat. Wer ist der Nächste? Der goldene Xu. Versage nicht, Fischmann, sonst bist du da in den Haken. Ihr werdet dennoch verlieren, ja? Das hat Captain Fergus vor dir auch gesagt und guck mal, wo er liegt. Ja. Du hast es richtig gesehen. Er liegt auf dem Boden. Da wirst du ihm gleich Gesellschaft leisten. Komm, weil ich so ein netter Mensch bin, darfst du genau vor seiner Fresse auch sterben. So, damit kannst du ihm so ein bisschen Company leisten. Bin ich nicht ein netter Typ? Guck mal, sogar Fergus hatte keinen Bock mehr auf dich und ist einfach despawned. So, komm schon, Kim-Bruder, schick mich rein. Oh, Plauzboy. Ich hab euch gesagt, ich werde euch in kleine Stücke Köderfleisch zerfetzen. Okay. Mal sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich hoffe, besser als der Fischköder hier. Der hat denn nicht so viel Holz. Da wären wir ich um mein Holz. Aber für dich. Oh. Ich dachte, du wolltest mit Captain Fischmann sterben. Ich wollte eigentlich nur was Nettes sein, aber der hat auch keinen Bock auf dich und ist despawned. Ha! Niemand mag dich, Dickerchen. Deswegen wirst du auch qualvoll und elendig sterben. Bist du bereit? Na komm. Das ist nicht mehr. Oha. Niemand schubst eine Frau. Dummer Tusker. Ja. Kim-Ruder. Da schlägt es dir den Kinn runter. Wow, okay, war das scheiße. Der war schlecht. Aber naja, der Versuch zählt. Der Versuch zählt. Hacktief und Kim-Ruder. Super tolle Brotbeschreibungen. Eure Mutter muss stolz auf euch gewesen sein, ihr Kevins. Okay, dieser Witz war schlecht. Kevin ist schon ein ziemlich uralter Witz. Was machen wir? Schiffbrüchige Gefangene bewaffnet? Bist du schiffbrüchig? Ah ja, Tatsache. Du bist schiffbrüchig. Ja. Dann bewaffnet euch mal und geht mal auf die ganzen Kollegen hier los. Das wird ein lustiges Spektakel. Sehr gut, sehr gut. Genau das ist Einsatz. Das ist Einsatz, Kollege. Wenn jetzt noch den dicken Puls, wäre das noch ziemlich scheiße, aber ich glaube, aus dieser Situation kann man noch was. Oh, glitzernde Schatztruhe. Und das ist eine verdammt große Schatztruhe. Ich würde schon ganz gerne das haben wollen.
Vor allem muss ich gucken, wo hier am meisten Gefangene sind, damit es sich lohnt, den Waffenstapel aufzuschicken, weil aktuell sehe ich hier gar keinen. Hier ist wirklich gar keiner, was? Kommt hier jemand her? Nein. Ah, da, doch, da sind die kleinen Sklavenarbeiter. Hier kann ich das so in die Mitte stellen. Dann können sie sich gegen den Riesen wehren und ich hab mal eine Waffe. Ich hab was, womit ich was kämpfen kann. Ach, da kommen sie angelaufen. Da kommen sie alle angelaufen. So, das sollte reichen. Damit zu dritt sollte ich ihn eigentlich stemmen können. Es sei denn, die wollen nicht kämpfen. Ja, okay, dann nicht. Oh, da ist einer. Da ist jemand ganz, ganz, ganz mutig. Aber helfe ich ihm? Nee, wahrscheinlich nicht. Alleine? Oh, zu zweit sind sie. Warte mal. Habe ich dann anders. Dann habe ich mir anders überlegt. Dann helfe ich. Ich kann euch ja schlecht hier eurem Schicksal überlassen. Ich bewaffne euch und das nächste, was ihr tut, ihr kämpft gegen einen Gegner, den ihr nicht besiegen könnt. Ja, Schlauheit ist, sieht anders aus, das gebe ich zu, aber... Ich bin ein Mensch, der gerne solche Mission Impossible Missionen unterstützt. Dann wollen wir mal zusammen ihn fertig machen. Aber wenn es hart auf hart kommt, werde ich euch verlassen, Kollegen. Das kann ich euch jetzt schon mal so verraten. Der macht nämlich unzufrieden guten Damage. Aber wir haben schon aussichtslosere Situationen gemeistert und ja, sieht nicht gerade so aus, als ob wir den verlieren werden. Vor allem, die geben viel. Guck mal, schon fast alles. Boah, Alter, das gibt ja verdammt viel. Weil wie viel hatten wir? Wir hatten, glaube ich, 12% oder so. Jetzt haben wir einfach mal 70. Ja, okay, 66 hatten wir gerade. Scheiße, ich glaube, diese Fettsäcke umlegen ist eine gute Idee. Aber das sollte man am besten, wie gesagt, nicht alleine machen. Da sollten wir versuchen, gleich nochmal eine ganze Truppe aufzumischen und dann nochmal die ganze Sache versuchen. Das ist mir dann ein bisschen, macht mir ein bisschen zu viel Damage, das für ein One-on-One. Dann gehe ich lieber und hol mir eben, komm. Schaffe ich das? Ach, ehrlich, scheiß drauf, komm her. Solange du den Dicken nicht mit anschleppst, ist alles gut. Somit kann ich arbeiten. Guck mal, der Fiddler hilft mir. Der fiddelt dich auseinander. Ich fiddel dich auseinander. Kennst du diesen, hast du diesen Spruch jemals gehört? Nein? Jetzt kennst du, jetzt wirst du ihn mit ins Grab nehmen. Na komm. So, die Truhe ist mein. Dankeschön. Wie viel Artefakt macht gibt's dafür? Oh ja, yes, 50 nehme ich gern. So, Kollegen, ich bewaffne euch mal mit Waffen. Ich wollte eigentlich einen cooleren Witz bringen, aber leider fiel mir auf Waffen nichts Besseres ein als Waffen. Ich muss mal gucken. Sind die nur hier verteilt oder draußen auch? Weil ich weiß nicht mehr bei der Questreihe ganz genau, wie das hier aufgebaut war, designtechnisch. Ob nur drinnen was war oder draußen auch noch Leute bewaffnet werden konnten. So, da kommen schon mal auf jeden Fall einige auf uns zu. 3, 4, ja, das geht schon so. Ich muss mal gucken, ob tief innen auch noch mehr ist. Einer auf jeden Fall. Ein zwei. Ja, komm. Stellen wir das einfach hin. Bewaffnet euch. Bewaffnet euch. Ich gehe mal nach draußen und schau mal nach. Weil eigentlich, glaube ich, draußen waren auch noch Leute, die man bewaffnen konnte. Es wär komisch, wenn es nur drinnen ist. Ach, da. Ich sehe schon welche. Draußen buddeln sich welche auch bis zum Tode durch. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Wissen wir schon mal, dass wir draußen auch ansetzen können. Genau, müssen wir gucken. Außer, es ist so der... Also, ja, ist das eine Grenze zwischen draußen und innen? Nein, 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 nein. Guck mal, da buddeln sich hier auch Leute ein Schlapp. Ja, komm. Dann stellen wir mal die Waffenstände hin. Da laufen doch schon mal genug Leute hin. Können gleich den Nager mitnehmen und dann haben wir alle was davon. Läuft. Super, 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 super. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo es noch mehr Quests gibt. Weil wir haben hier unseren Kollegin, sorry. Was braucht ihr? Befreit, sammelt, okay, befreien ist okay. Steht zwar nicht auf meiner To-Do-Liste, aber lässt sich einrichten. Was war hier? Genau, was kaputt machen? Haben wir schon fast alle Prozente voll. Hätte ich damals gewusst, dass dieser Riese so viel gibt, hätte ich den, glaube ich, als erstes gelegt. Dann hätte ich mir so lange Zeit... Oh, ich hätte mir einen ziemlich langen Kampf erspart. Also, Farm. Nice. Aber naja. Wie sagt man so schön, man ist immer erst im... späteren Verlauf schlauer.
Das ist doch schon mal gut zu wissen. Wo sind noch mehr von euch? Ich brauche eine gute... Ja! Komm mal, komm mal, komm mal. Wenn jetzt niemand dazwischen kommt...